Ich freue mich, heute hier zu sein. Das Thema, was wir haben, ist KI-Dokumentenverarbeitung im Office und auch in anderen Bereichen. Ganz kurz zu mir, Michael Vogel. Ich bin neben Marian Storch einer der Gründer von EFI Solutions. EFI Solutions wurde 2017 nach über 10 Jahren Forschung und Entwicklungsarbeit gegründet. Wir haben eine eigene KI entwickelt. Das heißt, wir greifen nicht auf externe Module zurück, sondern es ist wirklich alles in-house produziert und das so eine Zeit, wo ChatGPT oder sowas noch gar nicht irgendwo in den Köpfen der Leute war. Was machen wir genau? Wir machen eine Dokumentenanalyse, Verarbeitung und Prozessautomatisierung mit dem gesamten Dokumenten. Und warum machen wir das überhaupt? Was ist das Problem? Ich sag mal, 40-50% aller Dokumente gehen heute noch irgendwo manuell rein oder werden per E-Mail reingeleitet und müssen dann manuell bearbeitet werden. Es gibt EDI, die einem helfen, bei Bestellungen, bei Transportaufträgen über Schnittstellen die Dokumente einzuladen. Aber das lohnt sich natürlich nur bei großen Bestellungen. Wenn ich viele kleine Bestellungen habe, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Dann muss ich halt hier wieder manuell arbeiten. Oder ich entwickle eine KI, nutze eine KI, die sehr aufwendig ist, wo ich mehrere hunderttausend Dokumente benötige, wenn ich selber antrainieren möchte. Oder wenn ich auf bestehenden Lösungen zurückgreife, wie EbiCofax, DocuWare, brauche ich halt mehrere 10.000 Schablonen, bis meine Dokumente alle reinlaufen, weil sobald sich irgendwas ändert, muss ich wieder von vorne anfangen. Dann ist das Ganze sehr teuer, kostet viele Mitarbeiter, sprich Mitarbeiter, der den ganzen Tag nur Bestellungen abtippt, ist irgendwann nicht mehr mein Mitarbeiter, weil das ist einfach zu stupide, er haut ab. Und was wir halt uns gedacht haben, ist, da muss es eine Lösung für geben und haben dann EFI Expect entwickelt. Bei uns ist es so aufgebaut, damit man es wirklich einfach nutzen kann und nicht eine riesen Bandbreite hat, wo man nicht weiß, was mache ich damit überhaupt, haben wir es gleich in fertige Produkte eingebaut. Das fängt an mit der Postfachverwaltung. Typischer Kunde ist da Booking.com, Polizei, wo wir halt die eingehenden E-Mails verarbeiten, schauen, was steht drin, an wen muss es weitergeleitet werden. Dann haben wir Production. Da ist so ein typischer Kunde hier auf der Messe Antalis, ein Papierhersteller oder ABB, wo wir alle eingehenden Dokumente, sprich erstmal die E-Mails, klassifizieren, in die passende Fachabteilung überleiten. Alles, was Bestellung ist, wird herausgezogen, ausgelesen, gematcht, angereichert auf Wunsch, bis hin blind in die Produktion eingeleitet. Das Ganze im Office-Bereich, kommen wir hier zu dem Thema, typischer Kunde, Rechtsanwälte, Versicherungsgesellschaften, kleinere Büros, aber auch Kreditreformen, wo wir alle eingehenden Dokumente, hier gerade auch in Papierform, sehr viel, wo die Papier- die Postdokumente genommen werden, gescannt werden in einen Stapel. Unsere Software trennt sie wieder logisch auf nach Inhalt oder nach Fallnummer, liest die Informationen aus, kann diese Informationen mit dem Dokument rübergeben, sodass es abgelegt werden kann oder ins DMS geben zur weiteren Verarbeitung. Oder wir können hier auch natürlich Rechnungen auslesen, können Auftragsbestätigungen mit Rechnungen abgleichen, um zu schauen, ob es da Differenzen gibt oder nicht. Im Logistikbereich hauptsächlich Transportaufträge. Das heißt, heute gibt es immer noch sehr viele Speditionen, die manuell die Transportaufträge erfassen. Im Schnitt zwischen 3 bis 5 Minuten Arbeitszeit. Mit unserer Software ist es in Echtzeit erledigt. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, auch individuelle Lösungen anzubieten. Was machen wir anders? Was sind unsere USPs? Das ist einmal KI Made in Germany. Dann, dass wir auslesen von E-Mail-Inhalten können, nicht nur die Betreff oder die Anhänge. Das heißt, wenn im Betreff vorne steht Bestellung, die ist aber zweimal hin und her gegangen, da hat der Inhalt meist nichts mehr mit der Bestellung zu tun. Im schlimmsten Fall steht unten, hiermit widerrufe ich meine Bestellung. Da ist eine Intention eine ganz andere und wenn der Kunde nochmal eine Bestellbestätigung bekommt, kriegen wir garantiert wieder eine Mail. Also macht nie wenig Sinn. Wir brauchen ganz wenig Dokumente zum Anlernen. Wir haben eine vortrainierte Software, sodass sie innerhalb von 1 bis 2 Wochen produktiv beim Kunden im Einsatz ist. Theoretisch könnten wir es in ein paar Stunden, wenn der Kunde nicht wäre. Aber wir wollen den Kunden ja mitnehmen, deswegen 1 bis 2 Wochen. Wir haben als Einzige auch die Blindverarbeitung. Blindverarbeitung heißt, wenn ein Dokument reinkommt, wird es erkannt, was ist es für ein Dokument, je nach Kriterien, wenn es zum Beispiel Bestellungen ist, lesen wir das aus, klassifizieren das,
matchen das und wenn alles in Ordnung ist, geht es blind bis in die Produktion. Das heißt, vom Eingang der E-Mail bis zur Produktion schaut kein Mitarbeiter mehr drauf, muss auch keiner was klicken oder freigeben, sondern es läuft der komplette Prozess durch. Und das Ganze ist auch zertifiziert, so dass das auch steuerrechtlich und wirtschaftsprüfungsrechtlich in Ordnung ist und dass man auch sicher sein kann, dass hinten das produziert wird, was vorne bestellt wurde. Und das Ganze können wir, weil wir Textstadt positionsbasiert arbeiten. Was heißt wenig Dokumente? Das ist so ein Beispiel. Tatsächlicher Kunde, 432.000 Dokumente pro Jahr, die reingehen. Mit einer herkömmlichen KI, wie gesagt, mehrere hunderttausend Dokumente zum Antrainieren. Man kann hier einen kleinen Umweg gehen, indem man sagt, ich nehme einfach fertige KIs, was aber den Nachteil hat, dass ich dann die Dokumente immer mit fremden Daten trainiert habe und nicht genau nachvollziehen kann, wieso kommt die Software zu welchem Ergebnis und damit kriege ich die Zertifizierung wieder nicht und damit darf ich das nicht blind verarbeiten lassen. Wir haben hier insgesamt 100 Dokumente benötigt und das kriegt man eigentlich überall hin, weil gestartet sind wir mit 20 Dokumenten und haben es peu à peu in den 3 Wochen aufgearbeitet. Warum brauchen wir so wenig? Links sehen Sie, wie herkömmliche Software arbeitet. Das heißt, es wird ein Rahmen drum gezogen und ich erwarte in diesem Feld eine gewisse Information. Wenn es ein anderes Dokument ist, das Dokument falsch eingescannt wurde oder das Layout geändert wurde, muss ich es nachtrainieren, sodass ich wirklich jedes Dokument, was neu aussieht, nachtrainieren muss. Bei uns ist es so, wir lesen das Dokument, haben ein extrem hohes Textverständnis und suchen die Informationen in dem Dokument, egal wo sie sind. Dadurch brauchen wir einfach wenig Dokumente, weil wir den Sprachgebrauch des Unternehmens antrainieren und können dadurch auch Informationen finden bei Dokumenten, die wir vorher gar nicht gesehen haben. Und das ermöglicht halt diese schnelle Umsetzung. Dann nochmal zu KI Made in Germany. Die meisten Anbieter, die Sie draußen finden, ChatGPT, Microsoft, Google, die man selber nutzen kann oder die andere Anbieter nutzen einfach, haben das Problem, dass sie nie wissen, wo sind welche Daten. Sie haben die Rechtssicherheit nicht, die Daten werden garantiert nach Amerika geschickt, wenn es zu ChatGPT geht. Und das sind Sachen, die sollte man sich halt überlegen, ob man das möchte und ob man das von seinen Kunden aus überhaupt darf. Bei uns ist es so, wir haben wirklich alles selber entwickelt. Wir laufen in der geschlossenen Box. Wir können auch beim Kunden on-premise laufen, sodass keine Daten im Internet verschickt werden. Haben das Ganze 100% DSGVO-konform, haben die Datenschutzzertifizierung jedes Jahr und haben auch die SOC-Zertifizierung, die nötig ist für die Blindverarbeitung. Und damit man so ein Gefühl kriegt, was kann ich damit überhaupt verarbeiten? Egal, ob das Transportaufträge, Bestellungen, Belege, Verträge oder Werkzeugnisse sind, immer da, wo ein Medienbruch stattfindet. Das heißt, wo einer was rauskopieren muss oder wo ich halt irgendwas abtippe, da kann die Software eingesetzt werden. Wir sind nicht gut im Katzenbilder erkennen, da können wir nicht eingesetzt werden, das geht in die Books. Aber ich sag mal, wenn Text drin ist, dann erkennen wir auch die Katze. Und von den Formaten sind wir auch frei. Egal, ob es eine PDF ist, eine PowerPoint, eine PDF, eine Excel-Sheet oder was weiß ich was. Solange es Daten enthalten hat, können wir es verarbeiten. Wie sieht so der typische Workflow bei uns aus? Das heißt, bei uns ist nicht nur das Auslesen der Daten, sondern bei uns ist es auch so, dass der Kunde Herr der Software bleibt. Das heißt, der Kunde selber entscheidet letztendlich, was soll die Software machen, auf eine recht einfache Art und Weise. Typischerweise fängt es an mit der Klassifikation. Das heißt, wir schauen, was für ein Dokumenttyp ist das, was ist die Intention. Ist es eine Rechnung, Lieferschein, Beschwerde, Transportauftrag oder was auch immer. Dann laden wir im Hintergrund die passende KI hoch, um halt genau für diesen Bereich die Informationen auszulesen. Weil ich natürlich beim Transportauftrag andere Informationen benötige, wie bei einer Bestellung oder Reklamation. Auf Wunsch können die ganzen Dokumente dann getrennt werden. Sprich, Sie haben die Eingangspost, legen alles auf einen Scanner, ziehen ihn durch, haben eine PDF mit 50 Seiten. Dann nimmt die Software diese PDF und teilt die logisch auf. Nicht pro Seite, sondern pro Dokument. Und das Ganze ohne QR-Code oder weiße Blätter. Im nächsten Schritt, wie gesagt, lesen wir die gewünschte Information aus und können das Ganze auf Wunsch auch validieren, anreichern,
nachbearbeiten, zum Beispiel wenn Sie Bestellungen reinkriegen und der Kunde hat aber nicht Ihre Bestellnummer, sondern seine Bestellnummer genommen, dann können wir dieses hier matchen, sodass Sie einen vollständigen Auftrag im System haben. Und über das Trainingsmodul ist der Kunde auch in der Lage, die Software weiterzuentwickeln oder auch andere Trainingsmodus einzuspielen. Beispiel, Sie haben Bestellungen und haben jetzt entschieden, es wäre gut, wenn wir immer die Telefonnummer und den Namen des Bestellers mit rauslesen würden, kann man das hier sehr einfach nachmachen. Nicht erschrecken, das ist ein bisschen technisch, das zeigt einfach nur, dass wir außerhalb der bestehenden Systeme arbeiten. Sprich, wir holen uns die Dokumente ab oder die werden zu uns geschickt, verarbeiten sie und spielen sie direkt in das System des Kunden zurück. Dadurch muss der Sachbearbeiter sich gar nicht umgewöhnen, sondern er kriegt einfach seine Daten in sein System, was er hat, ohne dass er sich da umgewöhnen muss, ohne dass es Komplikationen gibt, weil wenn man eine neue Software in Betrieb einführt, ist das nicht immer für alle lustig. Wie sieht so ein Workflow aus? Wo kann man es so einsetzen? Jetzt ein paar kleine Beispiele, zum Beispiel Personalakten. Wenn Sie alte Personalaktenarchive haben, können Sie die einfach, die PDF oder halt die Dokumente scannen, in die Software reinlegen. Die Software trennt die Daten logisch auf, erkennt, was ist ein Lebenslauf, was ist eine Abmahnung, was ist eine Bewerbung, kann diese Informationen rauslesen, verschlagwortet das und legt es strukturiert ab und ist auch voll durchsuchbar, sodass Sie gewisse Qualifikationen und Eigenschaften sehr einfach wieder rausholen können. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit allen möglichen alten Archiven. Das heißt, viele Unternehmen haben wirklich noch Akten ohne Ende im Keller, die irgendwann mal digitalisiert werden sollten, wo man aber A, keinen Freiwilligen findet. Und das Scannen alleine ist ja nicht getan, sondern das Verschlagworten, wieder durchsuchbar machen, das sind Sachen, die halt richtig Arbeit machen und das kann die Software. Wie sieht das mit der E-Mail-Klassifikation aus? Wie funktioniert sowas? Das heißt, wir lauschen auf zum Beispiel info@unternehmen.de. Alle E-Mails, die reinkommen, werden klassifiziert. Es wird geschaut, ist der Anhang zugehörig zu der E-Mail oder gehört separat? Beispiel, ich kriege eine E-Mail mit Bestellung. Im Anhang ist eine neue Bestellung. In der E-Mail steht, mit der neuen Bestellung widerrufe ich meine alte Bestellung. Dann ist das auch etwas, was vorkommt und das ist auch etwas, was die Software beachten muss. Das heißt, da würde das dann aufgeteilt und notfalls auch in zwei Abteilungen weitergeleitet. Und wir empfehlen auch immer, mit einem Bereich anzufangen. Das heißt, wenn man sagt, wir möchten digitalisieren, fangen Sie an mit E-Mail-Sortierung und nehmen sich einen Bereich dazu, wie zum Beispiel Bestellungen, aber versuchen Sie bitte nicht alles auf einmal. Das hat noch bei keinem Kunden funktioniert. Wir sagen es immer wieder, aber manche wollen nicht hören und dann sind einfach die Mitarbeiter überfordert. Das ist so ein typischer Workflow, wie er im Kompletten aussieht bei Bestellungen. Ich habe das E-Mail-Postfach info@unternehmen.de. Alle E-Mails, die reinkommen, werden klassifiziert, in die Abteilung geschoben. Alles, was Bestellung ist, ziehen wir raus. Prüfen das Ganze, validieren, reichern es an. Das heißt, wird immer mit den Stammdaten abgeglichen. Gibt es die Artikelnummer überhaupt? Gibt es den Kunden überhaupt? Wenn alles in Ordnung ist und es kein Neukunde ist, dann geht es automatisch ins System rein. Wenn eine Anomalie festgestellt wird oder es ein Neukunde ist, dann geht es zum Sachbearbeiter zur manuellen Freigabe. Weil wir keine Daten im System haben möchten, die nicht wirklich astrein sind, weil die finden sie nachher nie wieder. Und wenn alles in Ordnung ist, kann auch noch eine Wunsch-E-Mail versendet werden. Das ist alles optional. Wenn man jetzt davon redet, wie weit kann ich überhaupt gehen im Automatisierungsprozess, muss ich es in zwei Bereichen einteilen. Bereich 1 ist, wie gut arbeitet die KI. Bereich 2 ist, wie ist der Workflow des Kunden. Sprich, wenn Sie sagen, Sie möchten das validiert haben, Ihre Stammdaten sind aber veraltet, dann stockt das automatisch das System. Das heißt, die Bestellung wird nicht ausgeführt, weil zum Beispiel der Adressat unterschiedliche Adressen hat. Oder wenn Sie Neukunden haben, dann stoppt das System auch, weil Neukunden sollen nicht automatisch rein. Es wird zwar alles ausgelesen, aber es geht nicht ins System, weil natürlich erstmal geprüft werden muss, möchte ich den Neukunden überhaupt, ist er dafür gut, eine Credo hole und dann entscheide, ob er rein soll oder nicht. Das sind jetzt tatsächliche Zahlen von unserem ersten Beispiel, 432.000 Dokumente von der E-Mail-Klassifikation. Wir sind gestartet mit 6 Postfächern, die wir befüllt hatten.
haben im ersten Schritt eine Automatisierung von 77% gehabt. Das heißt, 23% war die Software sich nicht sicher, ist erstmal liegen geblieben. Dann wurde es nachtrainiert, wir wurden besser auf 85% und hatten in der dritten Woche die 89% der Sachbearbeiter erreicht. Weil hier wieder das Problem ist, er schaut auf den Betreff, aber nicht im Inhalt, weil einfach die Zeit nicht da ist. Aber was man sehr zügig festgestellt hat, auch war in der sechsten Woche, dass wir viel schärfer die E-Mails trennen und klassifizieren können. Das heißt, man ist dann hingegangen und hat gesagt, okay, bei Reklamationen führen wir jetzt nicht nur wegen Reklamationen ein Feld, sondern Reklamationen wegen Preis, wegen Ware, wegen Lieferung, sodass das direkt in die passende Abteilung kommt. Und in der 11. Woche waren wir bei 16 Postfächern, wo dann auch noch Bestellung national, international aufgeteilt wurde. Und wir haben eine Automatisierung von 99% mit 99,9% Zuverlässigkeit. 100 schaffen wir nicht, weil irgendein Spam kommt immer rein und den können wir nicht identifizieren. Man könnte ihn löschen, aber macht auch kein Kunde. Und das Ganze wurden mit 2 Millionen Dokumente gemessen. Also recht valide Zahlen. Dann habe ich hier meine 99% bei der Erfassung und verliere bei der Validierung ungefähr 10%. Das heißt, entweder, dass die Stammdaten veraltet sind, nicht matchen, oder dass es ein Neukunde ist, der nicht automatisch rein soll. So dass ich insgesamt auf 89% Vollautomatisierung komme, das heißt vom Eingang der E-Mail, entweder bis zur Buchung beim Steuerberater bei Rechnung oder bis zur Bestellung bei produzierenden Gewerbe oder Wiederverkäufer. Kurz zusammengefasst, geringere Fehlerquote, schnellere Auslieferung, höhere Kundenzufriedenheit würde ich heute ersetzen mit höherer Mitarbeiterzufriedenheit. Weil gerade auch im Logistikbereich, wenn Sie einen Disponent haben, der den ganzen Tag Transportaufträge abtippt, ist auch nicht so gut für ihn. Dann ist er sehr offen für neue Positionen. Ich habe eine schnellere Reaktionszeit und das Wichtigste ist, glaube ich, wir passen die Software immer an das Unternehmen an und erklären nicht ihnen, was sie für ein Problem haben, damit unsere Software läuft. Das ist halt der Vorteil, wenn man es komplett selbst entwickelt hat. Ja, das sind so die Standorte unserer Kunden. Und damit möchte ich Sie jetzt nicht weiter langweilen, sondern stehe gerne für Fragen zur Verfügung.